in Berlin-Lichterfelde, und zwar im Tietzenweg 130. Und zwar die Sozialassistenten der Gruppe 22.1. Eins. Wir haben noch Plätze frei übrigens für das nächste Jahr. Also ihr könnt euch bewerben. Und wir betrachten heute ein weiteres mathematisches Thema. Es geht um das Prisma oder um die Prismen. Da können wir Folgendes definieren. Ein geometrischer Körper heißt Prisma, wenn er von folgenden Flächen begrenzt wird. Von zwei Konkurrenten in Ecken, die in parallelen Ebenen liegen, und von n Parallelogrammen. Ja, die kongruenten Vierecke, die in zueinander parallelen Ebenen liegen, werden Grundfläche und Deckfläche genannt. Und die Parallelogramme werden Seitenfläche des Prismas genannt. Ja? Die Gesamtheit der Seitenfläche bildet die Mantelfläche des Prismas. Richtig. So. Ein Prisma heißt regelmäßig, genau dann, wenn ja. Es gerade ist und seine Grundfläche ein kegelmäßiges N-Eck ist. Ja, wir haben also hier zum Beispiel ein gerades Prisma, ein dreiseitiges Prisma, gerade. Das wäre ein schiefes Prisma. So, wie sieht es nun aus mit der Berechnung? Das Volumen des Prismas, also VP, wäre Grundfläche mal Höhe. Die Oberfläche setzt sich zusammen aus, ja, Grundfläche ist ja 2 mal, da ja die kongruent sind, plus dem Mantel. Beim Dreiecksprisma, wie gesagt, haben wir dann das Volumen VP gleich Grundfläche mal HA, das ist die Höhe auf Seite A. Die Grundfläche ist aber ein Dreieck und die Dreiecksfläche kann ich ja angeben durch das Produkt 1 halb A mal B. Dann ist das Volumen des Prismas, könnte ich hier wieder angeben, A mal B halbe für G mal HA. Und jetzt haben wir hier noch so ein paar Auflösungen durchgeführt. Und zwar wollen wir mal die Seite HA haben. Dann gehe ich aus von 2 mal V gleich A mal B mal HA. Dann dividieren wir durch AB und haben 2V durch AB. Das wäre dann HA. Oder wir haben 2V durch B mal HA gleich der Seite A. Ne? Ist das richtig? Jo. Okay. So, und dann kann ich noch weiter die Seite nach B auflösen. Dann ist 2V durch A mal HA gleich B. Naja, das kann man nachvollziehen. Ist das gewesen sein, ne? Oder haben wir noch irgendwas? Nö. Nee. Schönen Tag noch. Ja, alles, danke. Ich habe vergessen zu sagen. Ja, schön.